Hallo, willkommen zurück zu Gothic 3. Willst du mit mir in die Arena Würdest du mit kämpfen? mir in der Arena kämpfen? Nein. Warum nicht? Training ist immer Der gut. kriegt sowas von auf der Fresse. Aber Kämpfe sowas mit mir von. in der Arena. In Ordnung, aber vergiss nicht, dass es nur ein Trainingskampf Oh ist. doch, du. Wir sehen uns in der Arena. Ist das eine Drohung? Okay. Ja, da speichere ich mal vorher. Oh Gott, ich habe ja nur noch die Hälfte Lebenspunkte. Ach, ich habe da gerade doch schon gespeichert. Ist gut. Jetzt werden wir sehen, wer der Stärkere ist. Ah, Joey, sag mal. Ich dachte, der hat da gerade so eine riesen Lanze. Wo ist sie denn hin? Sag mal, Joey. Wieso ist er so ein Harten? Okay. Einmal treffen. Quest abgebrochen. Das mache ich nochmal. Am besten jetzt mit voller Lebensenergie. Dürfte ja nicht von Nachteil sein. Ach, grüner Tee ist einfach so geil. Nee, ehrlich jetzt. Der schmeckt zwar nach nichts, aber er macht wach wie sonst nicht. Das ist schon zwar so ein bisschen hipster, aber ich mag's. Ich mag das. Total gerne. Geh ich schlafen? Ja, ich geh schlafen. Gute Nacht, mein Freund Kupferstecher. Bis zum nächsten Morgen. Prost, habe ich gesagt. Oh, da ist er. Da ist einer wieder. Ja, komm, speichern wir Nummer. Was soll das denn? Hinterher ist er doch noch ein heftigerer. Und dann kriegen wir Probleme. Willst du mit mir in der Arena kämpfen? Ja. Kämpf mit mir, du Sacknase. Ah, dann wollen wir mal. Joey, du Lachsnacken, komm. Hier, first hit, first blood, und zack. Und guck mal, wie sie alle ankommen. Hier, komm. Deckung hoch, hier. Oh, Joey, du bist ja eine Pfeife. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's ja wohl. So, nachtreten jetzt, oder was? Schon wieder alles abgenutzt. Das ist voll doof. Ja, das ist so ein bisschen bei diesem Spiel, dass die Sachen, die man so benutzt. Vielen Dank, Fremder. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm dies hier von mir als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ist das ein Bier? Danke. Ach, 300 Gold hat er uns abgedrückt. Haben wir eigentlich nur Lernpunkte? Nein. Wir brauchen noch 400 Erfahrungspunkte, um ein neues Gut Level. gekämpft, hat mich glatt umgehauen. Hier, nimm diesen Heiltrank. Der hilft bei Wunden. Dankeschön. Erfahrung plus 250. Ich muss doch hier irgendwo noch Erfahrung kriegen. Gibt's hier noch jemanden, mit dem ich mich verhauen kann hier? Nee, du nicht. Ach doch, ich habe ja noch die Heilpflanzen für unseren Superalchemisten da oben. Und wenn er die kriegt, dann läuft er bestimmt direkt rot an und fängt an zu weinen. Na? Er läuft. Rebell. Marlo! Zeig mir deine Ware. Ach so, das war ja der Händler hier, genau. Jetzt haben wir hier einen Schmied, das ist perfekt. Hier, bitteschön. Hier hast du 10 Heilpflanzen. Prima. Jetzt kann ich mein Wissen mit dir teilen. Alte Magie und Alchemie. Zeig mir das. Weiß ich nicht. Also, das ist jetzt nicht so wirklich mein Klientel. Ich glaube, das machen wir auch nicht. Ne, das ist Unsinn. Dies ist Unsinn. Was problematisch ist bei Gothic 3, folgendermaßen. Wenn wir ein Level abkriegen, dann steigt nicht automatisch unsere Lebensenergie. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt alles schön auf Stärke bratzen, aber dann wären wir so eine kleine Graskanone. Glaskanone! Nicht Graskanone, auch nicht Gaskanone, sondern Glaskanone. Meine Fresse, ist das schlimm. Heute wieder. Ah! Würdest du mich im Kampf unterrichten? Momentan geht das noch, weil wir eigentlich eine ziemlich gute Rüstung haben. Aber das wird irgendwann sich ändern. Das kann ich euch schon mal versprechen. Und wenn das passiert, dann haben wir ein Problem. Momentan können wir ja eigentlich noch relativ viel holen, indem wir durch die Wildnis rennen und irgendwelche Elche wegfletschen. Also das ist ja jetzt nicht so problematisch. Und wir haben den ganz großen Vorteil, dass wir uns nicht in Mana ausbilden lassen müssen. Wir werden später nochmal einen größeren Mana-Pool haben, indem wir irgendwelche Sachen hier essen, die wir so finden.
wie beim Kochen oder so, einfach sowas in der Sofa-Ritze, so ein paar Snickers finden und die dann essen, dann kriegt man Mana von. Das ist, genau so habe ich mir das Leben vorgestellt. Echt, Leute, das ist der Traum. Hallo. Hier waren noch irgendwelche Wölfe, oder? Heilwurzel wieder. Ach, da ist er. Hallo! Ach, das ist ein normaler Wolf. Ist ja noch nie mal hungrig. Turok-Modus aktiviert. Ja, komm, erzähl nichts. Ja, ja. Da seht ihr mal, dass man schon einen enormen strategischen Vorteil hat, gerade wenn der Feind erstmal kommt. Na, komm. Ach, wir hätten ja eigentlich schon die Wolfsfälle alle verkaufen können. Aber das ist jetzt Wurst. Ich habe übrigens das Gefühl, dass das Jagdgeschick, das wir jetzt verbessert haben, dass es jetzt nicht so viel unseren Schaden mit dem Bogen aufgepusht hat. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Solange wir den Bogen einfach nur dafür verwenden, dass wir im Kampf erstmal einen strategischen Vorteil von vornherein haben. So, warte mal, wie geht denn? Ich muss jetzt erstmal hier nochmal in den Einstellungen gucken. Steuerung, angepasst. Ach du Scheiße, WASD, Rückmausende. Wie ist denn Schleichen? Waffe ziehen, leer, sofort laden, F9, Landkarten, Magiebuch, Charakterübersicht, Rückverwandlung. Was? Rückverwandlung? Ist Unsinn! Stück rechts. Oh, guck mal. Oh ja. Das ist so, das ist der Traum, Leute. Kann ich gleichzeitig. Ja, guck mal. Yeah! Yeah! Und in Folge! Und Headshot! nein, der war ja eigentlich relativ weit weg. Aber wir haben es geschafft. Yay! Richtig klasse ist natürlich, wenn wir diesen Bogen haben, dass wir auch diese alternativen Munitionskategorien uns geben können. Sei es da sowas wie Feuerpfeile oder wahrscheinlich hinterher noch Brandpfeile und Wurstpfeile und Eierpfeile und all sowas. Das können wir alles benutzen. Wenn ich mal treffen würde. Ich finde, das hat hier auch so ein bisschen. Doof ist natürlich, wenn du einen Hirsch erwischst, dann kommen die anderen alle und rennen weg. Aber es ist schon mal gut, dass wir überhaupt mit einem Bogenschuss einen Hirsch wegfletschen können. Gibt uns für den Anfang ein relativ gutes Startkapital. Ist ja eigentlich Wurst, weil wir ja diesen großen Bogen da gekriegt haben, aber das weiß man ja vorher nicht. So. Oh, wie schnell er ist. Yeah! So, Scavenger. Ich weiß nicht, ich mag die Optik mit First Person lieber, wenn ich baller. Das. Ich bin auch kein Fan von Tomb Raider. Tomb Raider, das ist für mich Tomb Raider. Meine Fresse, genauso wie Item. Das ist genau das gleiche, nur dann eben Tomb Raider. Tombi, habe ich das da? Siehst du meine Verknüpfung auf dem Desktop, hieß damals Tombi davon. Und ganz ohne zu wissen, dass es auch noch ein Spiel gibt, das Tombi heißt. Ja. Hungriger Wolf! Na, ist Knast oder was? Ich könnte theoretisch auch komplett auf Bogenkampf gehen, aber ich will die Arena-Quests machen, Leute. Das ist, ich brauche das. Das ist wichtig für mich. Und du auch noch? Nein, du nicht. Ja, das ist schon ziemlich einfach, hier neue Erfahrungspunkte zu sammeln. Vor allem, wenn man erstmal nur so ein bisschen durch die Wildnis latscht und dann irgendwelche Hirsche wegfletscht. Wo ist denn der gerade gestorben? Wenn ich finde ihn gerade. Ist da? Hallo, Hirsch. Hier, Süßer. Wo bist du denn? Bist du das gewesen? Ne, dich habe ich schon ausgegrast. Da ist er. Leute, den sieht man aber kaum. Also ich weiß, ich habe bisher noch keinen Part hochgeladen hiervon.
Da ich jetzt auch meinen Abschluss gemacht habe und dementsprechend wahrscheinlich erstmal so ein bisschen einen raushauen möchte, wollte ich eigentlich vorher so ein bisschen was produziert haben. Und Dis der Vision kommt das alles nach und nach online. Ja, yep, yep, yep. Hello, Jens. Hast du schon wieder eine neue Waffe, die ich dir zocken kann? Zeig mir. Zeig mir deine Ware. Die nehmen wir mal alle mit. Zerbrochene Holzschild brauchen wir eh nicht. Wo war das denn? Hier. Wolfsfell, Hirschfell. Zähne. Ja, komm. So. Hier ist nochmal ein Wölfi. Gab's hier nicht eine Quest, wo man die ganzen Wölfe wegfletschen musste? Oh, ich glaube schon. Ja! Aua! Ja, zumindest kann ich aufstehen und euch noch einen mitgeben. Haha! Das ist mein Trick. Der Tonnenfick. So, bitteschön. Nimm alles. Nimm, was du kriegen kannst. Und gib nichts wieder zurück. Ach, guck mal, da sind ja Hirsche. Das hätte ich auch ein bisschen intelligenter machen können. Aber egal. Einen krieg ich! Oh, jetzt schon. Ah, das sieht gut aus. Belia. Belia. Gewähre mir Lebenskraft. Das ist, der macht das bestimmt nicht. Der ist sicher dann so ein Dreister und sagt dann, nö, krisse nicht. Ich nehme mir, anstatt zu geben. Alalalel. Warte, da ist ein Hirsch gerade in das Haus so reingerannt und keiner sagt was. Guck mal, wie hier noch Wolfsfälle rumliegen und ich habe die nicht gesehen. Okay. Sklave. Ihr seid auch alle so Sklaven hier. Gehen wir mal hier rein und gucken, was es hier gibt. Hallo. Hey du, du siehst aus, als könntest du ein paar Goldmünzen nebenbei gut gebrauchen. Dann nehme ich die gerne mal an von dir. Wer bist du? Ein Diener Beliars, ein Assassine. Ich komme aus dem Süden, jenseits eurer Grenzen. Ich bin in euer Land gekommen, um den Orks meine Dienste als Sklavenjäger anzubieten. Oho. Du versklavst Menschen für die Orks? Das ist eine Arbeit wie jede andere auch. Erst kürzlich habe ich den Orks sogar einen echten Paladin verkauft. Das ist eine Arbeit wie Brötchenbacken oder sowas, hm? Du hast deinen Paladin an die Orks verkauft? Er sitzt oben im Leuchtturm und wird von den Orks verhört. Hier habe ich angemessen Gold für ihn bekommen. Seine Ausrüstung allerdings war nichts wert. Eine kaputte Rüstung, einen wertlosen Kelch und ein bisschen Kleinkram. Wo ist die Ausrüstung des gefangenen Paladins jetzt? Bei Urkras. Lumpige 50 Goldstücke hat er mir dafür gegeben. Urkras! Was muss ich für dein Gold tun? Einer meiner Sklaven, Harek, dieser räudige Mistkerl, ist geflohen. Ich komme hier nicht weg und brauche jemanden, der mir den Kerl wieder einfängt. Wie wär's mit dir? Du siehst aus, als wärst du nicht gerade zimperlich. Ja klar, wo ist er? Ich fange Harek wieder ein. Wo ist er? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon geholt. Wahrscheinlich ist er noch in der Gegend. Vielleicht hat ihn vor der Stadt jemand gesehen. Das Leben als Sklavenjäger scheint sich zu lohnen. Hilf mir, dann erzähle ich dir vielleicht mehr darüber. Mhm. Ja, warum auch nicht? Ja, erstmal machen wir uns nass hier. Nass wie Hund. Ich liege jetzt hier, das sind normale Gedanken. Der säuft da raus. Bah, ich dachte, der macht sich da so ein bisschen frisch. Aber nö. Er trinkt erstmal einen Schluck aus diesem schönen Saftwasser da. Schön mit irgendwelchen Parasiten drin und all sowas. Das sieht irgendwann aus wie so. Was ist los? Noch nie jemanden Schweinescheiße schippen sehen, oder was? Dann lass das dämliche Grinsen, klar? Warum machst du nicht etwas anderes als Scheiße schippen? Ach, warum wohl? Die Orks haben mich dazu verdonnert. Ich hab dir gesagt, du sollst das dämliche Grinsen lassen. Nee, ich finde das aber gerade so lustig. Du warst nicht immer ein Schweinehirt, oder? Wer ist schon das, was er vor dem Krieg war? Ich. Frag doch mal alle Menschen, die noch nicht aufgegeben haben. Ich gehörte zur Miliz dieser Stadt vor dem Krieg. Enos weiß, was ich für die gute alte Zeit alles geben würde. Du gehörst zum Untergrund der Rebellen. Rebellen? Dieses Wort ist mir zuwider. Wir sind einfache Bürger.
die sich nicht in ihrem eigenen Land unterwerfen lassen wollen. Javier schickt mich. In Redhawk warst du also auch schon. Gut zu wissen, dass es Redhawk überhaupt noch gibt. Danke für die Nachricht. Wie kann ich euch unterstützen? Das Leben hier draußen ist nicht ungefährlich. Also, wen soll ich töten? Nein, du sollst uns Waffen besorgen. Nichts Besonderes. Einfach 3 Bündel Waffen. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich will so viele Quests mitnehmen, wie ich kann. Hast du nichts zu tun? Hast du nichts zu tun? Nein, hab ich nicht. Für Pulli. Und so viele Quests mitnehmen, wie ich kann, damit ich Geld und Erfahrung kriege. Die ist ja wie bei jedem anderen Gothic dann irgendwann mal so spärlich gesät. Aber ich weiß nicht, wie das mit dem Ruf ist. Es gibt ja hier so einen Ruf. Pass mal auf, das gucken wir mal. Nein, hier ist es nicht. Da ist es auch nicht. Da bei der Karte ist es. Nein, auch nicht. Da. Ruf bei den Rebellen, beim Waldvolk. Bei den Assassinen, Nomaden, Nordmar und bei den Orks. Je nachdem, welche Klasse du spielen möchtest, so musst du dann auch gucken, dass der Ruf daneben gesetzt wird. Ich habe mir ja schon Gedanken gemacht und ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, hier diese Stadt dann einfach mal zu befreien. Du bist noch nicht lange hier, was? Dann pass mal auf. Oh, gut. Wenn du was brauchst, dann kommst du zu mir. Die Orks handeln nämlich nicht mit jedem, klar? Ja, klar. Verstehe. Hast du Arbeit für mich? Am besten, du hältst Hast du Arbeit auf. Für mich? Klar. Du kannst mir gleich mal ein paar Sachen besorgen. Na gut. Ich brauche ein paar Heiltränke. 3 Stück sollten reichen. Hier in Khadun ist es zwar recht ruhig in letzter Zeit, aber es ist besser, wenn wir vorbereitet sind. Ja, hier, bitteschön. Ah, danke. Das reicht erstmal. Wenn du Ausrüstung brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Na gut. Ist das dein Ernst? Ich brauche Ausrüstung. Sieh dir an, was ich habe. Okay. Schutz vor Zerschmettern, vor Klingen. Das ist schon cool. Stärke plus 5, der Klassiker. Nehmen wir mal das und das. Ich meine, wir haben ja genug Kohle. So. Tada. Tja. Dann nehmen wir das und das auch nochmal mit. Dann haben wir ein wenig mehr Rüstung. Und können auch bald mal richtig geil hier in die Arena rennen. Kümmer dich besser um deinen Kram. An deiner Stelle würde ich direkt wieder verschwinden. Na, warum? Hier ist nichts los, Mann. Kein Gold, keine Frauen und der Schnaps ist auch ständig alle. Okay, tschüss. Kannst du dir das vorstellen? Nachtwache ohne Schnaps? Na. Das Einzige, was für Abwechslung sorgt, sind die Arena-Kämpfe oben am Turm. Jammerst du immer so viel? Gib mir eine Flasche Schnaps und wir zwei werden die besten Freunde. Decker drückt ja nichts raus, der geizige Hund. Ich habe hier eine Flasche Schnaps für dich. Genau das, was ich jetzt brauche. Danke, Mann. Alles klar. Ich habe auch immer Schnaps dabei. Was würdest du lieber machen, als Nachtwache schieben? Einen ordentlichen Kampf mit der Banditenplage ausfechten wäre genau das Richtige. Was genau meinst du? Noch nie von Ortega gehört? Er ist der Boss der Banditen in der Küstenregion. Ziemlich harter Haufen, diese Banditen. Würde da gerne mal aufräumen. Ja, das können wir irgendwann mal gerne machen, aber erstmal bin ich hier noch... Hallo, Genossen. Na, Urkras! Hey, du! Komm her! Ach ja? Meine Waren sind immer noch nicht gekommen. Was macht ihr Söldner eigentlich den ganzen Tag? Aber... Schweig! Ich will, dass du mir meine Waren zurückbringst. Und wehe, du kreuzt vorher nochmal hier auf. Auf welche Waren wartest du? 3 große Pakete, wo mein Name draufsteht. Große, stabile Holzkisten. Ihr dämlichen Söldner habt euch den Kram von lausigen Banditen an der Küste stehlen lassen. Meine Waren sind bestimmt immer noch dort. Geh und hol sie. Ja, wenn du das sagst. Hast du noch den Krempel vom gefangenen Paladin? Ja, viel unnützes Zeug. Und einen merkwürdigen Kelch. Kann ich den Kelch haben? 100 Goldstücke. Ja, klar. Verkauf mir den Kelch vom gefangenen Paladin. Hier. Ich kann damit sowieso nichts anfangen. Das ist einer der Feuerkelche, die wir sammeln müssen. Das hatte ich auch noch so ein bisschen in Erinnerung. Na gut. Hallo, Bufford.
Du bist neu hier, oder? Bist du gekommen, um für die Orks zu arbeiten? Nö. Hast du ihr das sagen? Hast du ihr das sagen? Nein. Ja, aber auch nur bei den Söldnern. Die Orks sind die Herren der Stadt. Aber als Söldner der Orks lässt du dich eigentlich recht gut an ihrer Seite leben. Was ist mit dir? Einen starken Kerl wie dich kann ich brauchen. Was wäre, wenn ich mich den Söldnern anschließen möchte? Gut, pass auf. Dein Ansehen bei den Orks ist deine härteste Währung. In jeder Stadt des Reiches sitzt ein Ork ganz an der Spitze. Hier in Khabdun ist es Uruk. Wenn du die Orks dazu bringst, dass sie dich mit dem obersten Ork reden lassen, dann hast du es geschafft. Der Proviantmeister Deckard freut sich über die Tränke. Gut gemacht. Jens, der Jäger, meint, du bist zu gebrauchen. Ja. Ich soll Urkras seine Waren zurückbringen. Wo ist das Problem? Was sind das für Waren? Was sind das für Waren? Keine Ahnung. Ich vermute, der übliche Nachschub. Die komplette Küstenregion wird zurzeit durch Waren aus dem Mittelland versorgt. Okay. Weißt du, wo ich sie finden kann? Nein. Aber es treiben sich eine ganze Menge Rebellen und Banditen in den Wäldern herum. Vielleicht gehst du einfach mal an der Küste entlang. Es muss ja irgendwo Spuren geben. Was hast du zu tun für mich? Vor der Stadt streuen eine Menge hungriger Wölfe herum. Sie fressen schon mal gerne ein paar Sklaven. Das sehen die Orks gar nicht gerne. Suche die hungrigen Wölfe und mach ihnen den Gar aus. Wie steigere ich mein Ansehen bei den Orks? Mach dich nützlich. Zeige den Orks, dass du es drauf hast. Obwohl du nur ein Mensch bist. Ganz einfach. Irgendwann wirst du von ganz allein zu Uruk vorgelassen. Ich werde deine Taten beobachten. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Ach, das macht er so einfach. Dazu bist du noch nicht bereit. Na gut. Nur weiter so. Nur weiter so. Verbleibende Lernpunkte 0. Schade. Sind die Orks zufrieden mit mir? Nein! Du bist scheiße! Du bist scheiße! Du bist ein Bauarbeiter. Du bist scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging mit Urkras beklauen. Aber wie wäre es, wenn wir das einfach mal mitten in der Nacht machen? Wir können ihm natürlich auch eine drücken und das dann. Aber das ist jetzt nicht so easy, easy viel. Oh Gott, das wird jetzt gefährlich, Freunde. Wir können ja theoretisch hinter ihm reinschleichen, weil er da vorne steht wie Akrobat schön. Und dann machen wir das mal eben so rum. So. Ja, das versuche ich nur eben. Auch wenn es schon sehr, sehr fortgeschritten ist im Part. Hallo Sau. Okay, was war das jetzt? Nimm mal mit. Goldener Pokal. Teleportstein, Waffenbündel. Pokal. Sieht auch fantastisch aus. Deswegen hat er den Pokal hier verdient. Gut, die habe ich. Yay. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Doch, wird. Wer von euch wollte das jetzt? Ich habe die goldenen Pokale verschwinden lassen. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Tja, die goldenen Pokale kannst du ja bei jedem Händler für gutes Gold loswerden. Gut. Und wenn du noch einen Job suchst, geh mal nach Ardea. Der Turmwächter Jack hat einen dicken Batzen Gold von den Rebellen kassiert. Verstehe. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Schwere Schlösser knacken müssen wir irgendwann mal können. Dazu bist du noch nicht bereit. Aber dafür fehlen uns Diebeskunstpunkte. Das mit den schweren Schlössern möchte ich so schnell machen wie möglich. Damit wir überall die ganzen Kisten hier, die wir überall sehen, auch aufmachen können. Ich habe keine Lust, hinterher hier nochmal rumzueiern und alles einzeln nochmal einzusammeln. Naja, wie auch immer. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Tschüss.